ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Digimon Masters Online, meine lieben Freunde. Und wir sind jetzt wieder auf Server Barbamon, wie man hier sieht. Und ja, es hat sich wieder einiges geändert. Einmal fetten Dank an Alex, der mir hier gerade den Biomon-Sattel bekommen hat. Richtig geiles Feature. Also auf jeden Fall richtig nice. Haben wir jetzt erstmal wieder hier ein bisschen neues Ride-Mode. Dann habe ich gerade das Piedmon Card Game gemacht. Hab dort ein 5-5er Soulmon bekommen. Das Gute ist, ich habe ja mein damaliges Soulmon gelöscht, weil es ein 4-5er war. Und jetzt habe ich jetzt ein 5-5 bekommen. Das werden wir jetzt gleich hatchen. Dann habe ich mir noch Lanamon, Sunamon, Summon Card geholt und Kalmaramon. Dann habe ich von Tolga noch den Spirit of Sandaha und von Alex den Darkness Haar bekommen, die ich jetzt gleich alle noch erwecken werde. Was ist noch passiert? Kann ich euch auch noch eben schnell zeigen. Lobomon ist jetzt auf 99. Hier seht ihr ja Lobomon auf 99. Dark Leomon ist auch auf 99. Dann ist im Growth Factor momentan... Hoppala. Im Growth Factor ist momentan... der hier drin, keine Ahnung, wie der nochmal heißt. 57, dann noch mein Kengo Garurumon auf 97 und mein Sephirotmon auf 91. Also mein Light B werde ich jetzt auch fast auf 99 haben, also denke ich mal, dass ich das auch heute schaffen werde. Ich habe einen Level 50er, also nur den Biomon mit. Ich bräuchte auf jeden Fall eben schnell noch mein Impmon. Wo ist mein Impmon? Ja. Weil dann gehe ich eben nämlich schnell die beiden Spirits machen. Den Water H und B, damit ich die beiden auch schon mal habe. Damit wir die vier auch mal eben schnell hatchen können. Ja, Solmon dann auch. Dann haben wir wieder 5 Digis erweckt. Richtig nice. So, da sind wir jetzt auch schon in Yokohama. Yokohama, Shokolokodama. Und. So, da sind wir da. Kann ich eben kurz absatteln und eben changen. Dann eben schnell Kalmaramon machen. Erscheine, Kalmaramon. So, hau den mal eben schnell weg. Bam. Boah, das freue ich mich ja schon, die zu leveln. Ey, Mann. So, da haben wir sie weg. Alles klar. So, da haben... Ah ja, doch. Boah, ich wollte schon sagen, wir haben den nicht gedroppt, ey. So, und dann kommt jetzt Lanamon. Hallo Lanamon. Die nehmen wir auch noch gerne mit. So, weg damit. Den haben wir nämlich auch gemacht. So, hier einmal aufsammeln, zack. So, die Fireworks, die brauche ich eh nicht. Die sind, ja, useless. So, dann haben wir das auch erledigt. Dann können wir uns jetzt eigentlich ans Hatchen von den ganzen Dingern machen. So, einmal kurz, zack. Zack, die Bohne auf den Beelzimmer und drauf. So. Und dann geben wir jetzt die ganzen Sachen ab. Ja, im nächsten Part werden wir dann die E-Arx öffnen, wie ich ja schon bekannt gegeben habe. Also ich denke mal, dass das so ein Dienstagsvideo wird oder so. In einem anderen Video werden wir uns dann mal mit den Digitalmama-Boxen auseinandersetzen und dann auch nochmal mit den Birthday Celebration Boxes, weil ich immer noch nicht weiß, was dort drin ist. Will ich auch noch gar nicht wissen, ich will mich eigentlich überraschen lassen, ob das irgendwie sich lohnt, die Teile zu fahren oder nicht. Und jetzt werden wir erstmal die restlichen Spirits erwecken. Dann holen wir einfach mal ihn raus hier. Thunderfist. Die Thunderfist. Da haben wir jetzt schon mal Beetlemon. Und da steht Blitzmon. Naja, ist jetzt nicht so der Burner-Name, ne, Blitzmon. Ja, so, da haben wir den schon. Kann ich mir mal zeigen. Ah, ne, geht ja nicht. Ich muss ja hier runter. So. Oh. Den Blitzmon. Da ist er. Nicer Shit. So, dann kommt der nächste. Dann nehmen wir jetzt erstmal, ich weiß nicht, wer kommt als erstes? Lanamon. Ja, nehme ich einfach mal nix. Fuck off. The next spirit is here. Lanamon.
Also Ladamon sieht ja wenigstens noch gut aus, ne? Aber Kalmaramon ist ja da in dem Sinne schon wieder hässlich wie die Nacht, ne? Also da will man ja jetzt nichts sagen, so, ne? So, Ladamon ist erweckt. Dann kann ich noch mal eben schnell Impmon wegbringen. Der Beetlemon kann ich schon wegbringen. Der wird eh im Growth Factor kommen, also von daher no problem. Oder ich level mit dem, keine Ahnung, mal gucken. So, dann haben wir die. Dann kommt jetzt noch Kalmaramon. Die nenne ich einfach hässlich. Weil die ist ja wohl wirklich hässlich. Aber ich finde es doof, dass hier keine Musik kommt, wenn man die hatcht. So, wäre jetzt eigentlich voll cool gewesen. So, dann müssten wir eigentlich alle gehabt haben, alle erweckt haben. So, da haben wir Kalmaramon einmal. Naja. Dann kommt jetzt noch unser Löwemon und da müssten wir eigentlich alle 10 haben. Ja, Löwemon. Einfach Dark, ey. Man braucht ihn ja nicht tausende Namen geben oder so, weil die werden ja eh. Die werden ja eh weggemacht wieder zu den Shiny Spirits. So, jetzt müssten wir eigentlich alle 10 jetzt schon gehatcht haben, ne? So, ich guck mal eben nach. Ich weiß, dass ich damals Agunimon und Dingens gemacht habe. So, hier habe ich jetzt Wolfmon, Garurumon, Dings 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nur. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, da haben wir sie. Ja, und hier sind die anderen beiden. Oder wo waren sie hier? Ah, ne, einen habe ich nur geholt, den Chakumon. Da haben wir die jetzt auch. Nice. Löwemon. So, die werde ich jetzt aber alle ablegen, alle drei. Werde dann jetzt mein Dings rausholen. Mein, wie heißt er? Mein Metallkabuterimon, weil ich den leveln werde. Und der Rest, der kommt wieder raus. Der kommt demnächst im Growth Factor rein. Dann können wir uns jetzt einmal kurz Soulmon widmen. Hier die Kaiser-Dinger, die kann ich mal kurz wegpacken. Hier. So, die Karten werde ich behalten natürlich hier von den Spirits, weil man da die Fruits rausdroppen kann. Wie viele brauche ich denn? 8x5, alles klar. Aber haben wir noch ein paar Devil-Daten übrig? Natürlich nicht. Alles haben wir außer ja, hier Devil. 8x5, Leute, 8x5. 8x5, Leute. 8x5. Ah, nein, die scannen. What the fuck? Ach ja, wir können ja auch dieses Minigame machen. Das haben wir ja jetzt auch gemacht. 8x5, 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 8x5. So. Fertig der Shit. Haben wir auch gehatcht. Das ist Piedmon, ne? Piedmon Chaos Piedmon, ne? Ich bin einfach Clown. Ich habe zwar mega Angst vor Clown, ne? Aber fuck off. Clown muss sein. Angst muss überwunden werden. War doch Piedmon, ne? Komm, oder? Piedmon war doch. Phantomon und dann Piedmon, oder? Ich hoffe, ich habe mich jetzt. Ja, gut. Ich hätte nämlich jetzt gedacht, ich habe mich irgendwie vertan oder so. Ja, nice. Da haben wir uns jetzt Zollmon 5-5 noch geholt. Hatte ich ja jetzt auch nicht. Als 5-5er habe ich jetzt als 5-5er. Ist nice. Können wir auch direkt mal schon frei machen mit den ganzen Evo-Kacke. 121%. Und da sind meine Evos. Evos. So, Phantomon und Piedmon. Erledigt das Ganze. Dings wieder reinpacken, Evos. Dann kann ich ihn eigentlich auch wieder wegpacken. So. Keine Ahnung, ich laufe momentan nur mit den beiden rum. Mit Spirit und mit Impmon, keine Ahnung wieso. Was wir das so haben, sieht schön aus. So, dann haben wir hier eigentlich alles erledigt. Dann werde ich jetzt mal nach File Island gehen, nach Silver Lake. Und ja, werde die Prozedur, wie ich sie mit den anderen Spirits gemacht habe, weitermachen.
Ich werde jetzt erstmal hier die Quests machen bis 41. Aber werde ich jetzt nicht aufnehmen, weil es ja eigentlich immer das gleiche. Also hier werden die Quests bis 41 gemacht. Von da aus gehe ich bis 75. Oder, ja, bis 75 im Maze Entrance. Dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr schon direkt nach Waterfront geht. Oder bis Level 90 in dem Maze drinne levelt, falls ihr soweit schon seid. Und ab da, ja, könnt ihr euch überlegen, Pyramide oder ihr levelt mit dem Growth Factor einfach weiter. Ja, in den nächsten Videos habe ich ja gerade schon gesagt, wir werden dann da die D-Arcs öffnen. Dann werden wir uns mal mit den Digitalen und Resourceboxen beschäftigen. Und anschließend dann auch mal mit den Halloween-Textboxen. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein und wir sehen uns. Tschüss!